Guten Morgen, liebe YouTuber. Herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem kleinen Real Talk Video. Ja, als Kinogänger hat man es, glaube ich, nicht immer einfach. Ich möchte euch hier jetzt mal ein paar Stories erzählen, die mir wirklich im Kino passiert sind. Der ein oder andere kennt es bestimmt auch. Ihr seid so richtig gehypt auf einem Kinofilm und hinter euch sind eine Horde Jugendliche, die einfach nur Terror machen, sich daneben benehmen, mit Popcorn schmeißen, einfach nur laut sind und mit ihren Smartphones einfach auf die Kinoleinwand leuchten und die ganze Zeit laut sind. Das habe ich das letzte Mal gehabt, da habe ich das Reboot von Candyman, genau. Das war so schlimm, Leute, da habe ich ja, als ich da aus dem Kino rauskam, der Film ist ja jetzt auch schon einige Monate draußen, da habe ich euch ja auch so ein Real Talk Video erzählt, wie schlimm das wirklich war. Und es ist nicht übertrieben, was ich hier jetzt sage. Alle waren genervt. Und wenn du die Kiddies da wirklich darauf aufmerksam gemacht hast, dass sie mal ruhig sein sollen, kam zurück, halt die Fresse. Krass, ne? Schlimm. Die Zeit, in der wir jetzt sind, sind schlimm. Aber das ist nicht das Einzige. Das hatte ich nämlich schon mal gehabt. Das müsste 2007 oder 2008 gewesen sein. Da habe ich den Poseidon-Film gesehen im Kino. Das Remake von Kurt Russell oder mit Kurt Russell. Da hatte ich das auch. Jugendliche hinter mir, ich habe zu denen gesagt, die wollten mir was in die Fresse hauen. Ne? Ja, unmöglich. Was mich im Kino auch richtig nervt, sind diese Art von Kinogängern, die nicht ihre Finger vom iPhone oder Smartphone lassen können, sondern immer einfach gucken, oh, hat mir da jetzt einer geschrieben? Oh, jetzt muss ich da aber schnell rangehen. Also, dass da jemand telefoniert hat, hatte ich tatsächlich noch nie, aber dass ein Telefon mal gegangen ist, das gab es schon mal. Und was ich auch wirklich hasse, was die Leute eigentlich, habe ich jetzt auch vorgestern gehabt, als ich ja den Film Stasi-Komödie geguckt habe. Ein junger Mann, der zwei Köpfe größer ist als ich, setzt sich vor meine Nase. Das stört die Leute gar nicht. Ne? Anstatt immer zu sagen, oh, sorry, kannst du überhaupt noch was sehen? Da muss ich, gut, wir waren nur zu siebt im Kino, ich hätte mich auch noch umsetzen können, ne? Aber ich habe dann einfach über ihn hinweggeschaut. Also das finde ich schon echt rücksichtslos. Bei meinem vorletzten Kinobesuch war es sogar auch richtig schlimm. Da war ein etwas älteres Ehepaar, ich denke mal Anfang 50. Man kann doch mal die Klappe halten im Kino. Also, das ist so, man geht doch ins Kino, um sich den Film anzugucken. Die haben die ganze Zeit gelabert und das war ein altes Ehepaar. Das kann doch nicht angehen, Leute. Das ist doch eine Verarschung. Und hinter mir, die waren auch ganz geil. Jedes Mal, wenn sie Popcorn gefressen haben, bums, haben sie das auf den Tisch geknallt. Da hatte ich schon das Rote in den Augen. Naja. So, das waren meine krassen Stories. Eigentlich so, eigentlich viel mehr ist da jetzt eigentlich gar nicht passiert. So eine kleine Kino-Real-Talk-Story. Ja, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr schon alles erlebt habt im Kino. Möchte ich echt gerne mal wissen. Oder ihr schreibt einfach, dass ich wahrscheinlich zu empfindlich bin oder so. Aber ich glaube, da ist jeder Typ anders. Ne?
der das als empfindlich empfindet oder nicht. Wie gesagt, ich würde das gerne mal wissen wollen von euch, was ihr schon alles Schlechtes erlebt habt im Kino. Unfreundliches Kinopersonal bis, weiß ich nicht, Nachos schlecht oder Popcorn. Schreibt es mir unten rein in die Kommentare. Das würde mich echt interessieren. So, jetzt beende ich das Video. Habt einen schönen Sonntag. Euer Peter Flohmarktmaster.